Marokko gelingt Historisches. Erstmals stehen die Nordafrikaner bei einer Weltmeisterschaft im Viertelfinale und dort geht es jetzt gegen erfahrene Portugiesen. Wer macht hier das Rennen? Die Erfahrung oder die Sensation? Der Ex-Dortmunder Achraf Hakimi machte die Sensation perfekt, hat den letzten Elfmeter im Achtelfinale gegen Spanien verwandelt. Die Spanier im Spiel waren zwar am Drücker, aber wie man es von den Marokkanern jetzt ja aus dem Turnier schon kennt, die haben diszipliniert und gut sauber verteidigt, sich so bis ins Elfmeterschießen gekämpft und dort lagen den Spaniern dann die Nerven blank. 3:0 ging es für Marokko aus und die stehen jetzt im Viertelfinale. Auch in der Gruppenphase schon konnten sie überzeugen, zogen als Gruppenerster ohne eine Niederlage mit 7 Punkten ins Achtelfinale ein. Den zweiten Platz der Gruppe F sicherte sich Kroatien mit 5 Punkten. Ausgeschieden sind Belgien mit 4 und Kanada mit 0 Punkten. Ins Turnier ist Marokko gegen Gruppenfavoriten Kroatien mit einem 0:0 gestartet. Das Ergebnis hat den Spielverlauf durchaus wiedergespiegelt. Im zweiten Spiel gegen Belgien gelang Marokko dann die erste große Überraschung. Die Roten Teufel bezwangen sie nicht unverdient 2:0. In der dritten Partie machten sie dann mit dem zweiten Sieg das Achtelfinale klar. Effizient haben sie sich mit 2:1 gegen Kanada durchgesetzt, die den Start etwas verpennt haben. In den ersten 23 Minuten fielen bereits beide Gegentore. Jetzt geht es im Viertelfinale gegen Portugal, die sich fulminant ins Viertelfinale katapultiert haben. Und das 72 Minuten ohne ihren Cristiano Ronaldo. 6:1 setzten sie sich gegen die Schweiz im Achtelfinale durch. Cristiano Ronaldo wurde beim Spielstand von 5:1 eingewechselt. Da waren insgesamt bei diesen 6 Toren einige schöne Dinger dabei. Einen möchte ich hervorheben, das letzte Ding von Rafael Leão, unbeschreiblich. Auch Portugal zog als Gruppenerster in die Runde der besten 16 ein. 2 Siege, eine Niederlage, also 6 Punkte, konnten sie verbuchen. Auf Platz 2 landete in Gruppe H Südkorea mit 4 Punkten. Dahinter punktgleich Uruguay und Ghana, die eine wirklich gute Gruppenphase spielten, verabschiedeten sich am Ende mit 3 Punkten auf dem letzten Platz. Und jetzt im Viertelfinale geht es gegen Marokko. Dieses Duell Portugal gegen Marokko gab es bereits 2-mal bei Weltmeisterschaften, zuletzt erst 2018. Das Spiel konnte Portugal mit 1:0 für sich entscheiden. 1986 aber gewann Marokko 3:1. Jetzt ist die Frage der Fragen: Wer macht das Rennen 2022 in Katar? Die Sensation oder die Erfahrung? Ich glaube, dass Portugal gegen Marokko deutlich stärker auftreten wird, als es Spanien getan hat. Portugal ist eine definitiv abschlussstärkere Mannschaft, als es die Spanier sind. Spanien kann ein Spiel zwar kontrollieren, aber ja, ich weiß, 7:0 gegen Costa Rica gewonnen. Im Abschluss weisen sie Schwächen auf, ihnen tut es in der Regel, tun sie sich schwer, Chancen zu kreieren. Portugal ist in der Offensive sehr viel zielstrebiger und vor allem auch vielseitiger durch ihre vielen verschiedenen Spielertypen. Zum Beispiel ein João Felix, der immer wieder das 1:1 sucht, oder auch ein Bruno Fernandes, der hervorragend die Bälle verteilt, oder ein Rafael Leão, der mit seiner massiven Geschwindigkeit diesen Wahnsinnszug zum Tor hat. Gegen diese Jungs wird es die bisher sehr starke nordafrikanische Defensive, inklusive Hakimi, der bei PSG spielt, oder auch ein Masraoui bei den Bayern, extrem schwer haben. Was meint ihr? Haut eure Prognosen in die Kommentare. Und was mich im Übrigen auch interessieren würde, was meint ihr? Wird im Viertelfinale gegen Marokko CR7 in der Startelf stehen? Ich bezweifle das ehrlich gesagt, aber da bitte auch einmal eure Meinung in die Kommentare.